Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, hier bei Elon Motors TV zu einer neuen Ausgabe. Ich bin gerade auf der Fahrt nach Prag. Viele, die den Kanal schon länger kennen, wissen natürlich, das ist meine Hausroute gewesen. Von Ingolstadt nach Prag zum Flughafen, 330 Kilometer. Heute unterwegs in meinem kleinen Tesla, dem Model 3 Standard Range aus dem November letzten Jahres. Und mit der 60 Kilowattstunden Batterie. Und ich lade jetzt hier gerade in Wernberg-Köblitz. Da sind natürlich noch mehr Teslas. Hier ist es richtig groß geworden vor 2-3 Jahren. Da gab es hier gerade mal 6 Säulen, alle Typ 2. Und ab und zu stand mal ein Model S hier, ab und zu mal Model 3. Und jetzt ist es voll. Da drüben stehen auch ein paar Nicht-Teslas. Die laden da drüben und ein Tesla lädt sogar bei Ionity. Mal sehen, was er da für einen Vorteil hat. Und jetzt geht es gleich weiter. Und ich fliege heute Abend aus Prag zurück wegen der Umbuchung, wegen der Streikerei. Da konnte ich heute nicht aus München fliegen und ich habe da aber überhaupt keine Bedenken. Und darum geht es eigentlich in dieser Sendung, dass man halt durch das Supercharger-Netzwerk durch Europa fahren kann. Und auch wenn man einen dringenden Termin hat, heute Abend 19.10 Uhr, jetzt ist es gleich, lasst mich schauen, durch die Zeitverschiebung 15.10 Uhr, ich will um 17 Uhr da sein. Das Navi zeigt mir alles an, ich bin jetzt bei 90% und habe dann ungefähr 40% bei der Ankunft. Das Auto steht dann da ungefähr einen Monat, bis ich zurückkomme. Und dann fahre ich wieder ganz entspannt zurück. Und ich kann das auch nur machen, weil ich natürlich vorher geschaut habe, ob ich heute hier laden kann. Und das sieht man ja in Echtzeit auf dem Tesla-System. Ja, die Woche hier war wieder spannend. Ich bin wieder viel Plaid gefahren, habe jetzt auch die neue Windschutzscheibe drin. Heute mal wieder im Kleinen, weil mein Plaid will ich natürlich nicht einen Monat lang da am Flughafen ins Parkhaus stellen. Das ist mir zu schade. Deswegen bin ich ganz froh, euch noch den Kleinen hier zu präsentieren. Der wird wahrscheinlich dann entweder die Saison durchhalten oder ich werde nochmal auf den Model Y Standard Range umgehen. Wollte ich eigentlich schon kaufen, aber das war jetzt auch zu kurzfristig. Model Y Standard Range in weiß-weiß mit Anhängerkupplung finde ich Preis-Leistung das absolute Überauto neben dem Plaid. Denn für unter 50.000 gibt es da Reichweite, super Aerodynamik, super Platzverhältnisse und vor allen Dingen das geniale Soundsystem. Das ist nämlich ein großer Unterschied. Müsst ihr mal schauen, da hat der Jonas, glaube ich, auch einen Vergleich gemacht. Das stimmt nicht ganz. Also das Model Y Standard Range hat im Innenraum die Ambientebeleuchtung und das große Soundsystem und nur die Nebelleuchten außen fehlen. Ansonsten finde ich, ist das Model Y Standard Range sehr interessant. Denn es ist wie ein großes, wie ein Long Range und ein Performance ausgestattet. Ja, jetzt gehen wir gleich mal gucken, aber ich müsste eigentlich soweit sein, dass der Kleine hier ready ist für die Fahrt nach Prag. Es sind jetzt noch knapp 200 Kilometer und das ist dann ganz okay. In Prag kann ich entweder am Flughafen laden, das werde ich aber nicht machen, weil ich einfach zu lange weg bin. Und schaut euch mal das an. Jetzt geht es gleich weiter. Ich bin jetzt bei 96% und hier habt ihr die Route. Bis nach Prag sind es 197 Kilometer. Ich will um 17 Uhr da sein. Um 19 Uhr ist der Flug und ich komme da mit 33% an. Das heißt, wenn ich da jetzt einen Monat den Wagen stehen habe, erwarte ich keine 5-10% Verluste. Und dann werde ich bei der Rückfahrt, entweder schaffe ich es wieder zurück, das könnte man jetzt mal gucken. Also wir sind 33%, 60%, das werde ich nicht ganz schaffen. Das heißt, ich muss davon ausgehen, dass ich dann hier am Supercharger südlich von Prag dann an dem Morgen, wo ich zurückkomme, dann hier noch lade und dann fahre ich wieder zurück nach Wernberg-Köblitz bis hier oder nach Pilsen zumindest und fahre dann hier zurück nach Ingolstadt. Also das Supercharger-Netz macht es möglich und vor allen Dingen halt auch, dass ich weiß, dass die Stationen verfügbar sind. Und das macht es halt so angenehm, mit dem Tesla zu fahren. Ich habe das ja auch schon 2018, 19, 20 gemacht und habe euch das hier auf dem Kanal gezeigt. Jetzt bin ich heute mit dem Kleinsten hier unterwegs. Früher war es Model 3 Performance und das ist überhaupt kein Problem. Deswegen mache ich das heute so. Naja, in diesem Sinne, es ist Sonntag. Mal sehen, was die nächste Woche so bringt. Ich werde dann Montag in China wieder ankommen und melde mich dann von dort. Zeige euch mal die neuesten Versionen aus dem Tesla Store, der da bei mir um die Ecke ist. Also in diesem Sinne, dann noch gute Fahrten und schön, dass ihr dabei seid hier bei Elon Motors TV. Servus!